Es fühlt sich tatsächlich so an, als hätte der Hersteller Sendur mit seinem neuesten Balkonkraftwerk unsere Wünsche endlich erhört. Ein modulares All-in-One-Design, Kapazitäten bis zu 8 Kilowattstunden, eine Ausgangsleistung bis zu stolzen 1200 Watt und Shelly-Kompatibilität sind nur ein paar der Besonderheiten, die das neue Hyper 2000 Balkonkraftwerk von Sendur zu bieten hat. Was es sonst noch alles verspricht, wie sich das Gerät in der Praxis schlägt und ob sich für dich eine Investition in diesen Speicher lohnt oder ob du dich für einen anderen Speicher entscheiden solltest, werden wir zusammen im heutigen Video herausfinden. Aus diesem Grund, lasst uns keine Zeit verlieren, starten wir direkt nach dem Intro. Falls aber noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellen Preise von diesem Gerät zum Unterstützen meines Kanals findest du unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deinen Support und damit los geht's nach dem Intro. Mit voranschreitender Zeit entwickeln sich natürlich auch Balkonkraftwerke konstant weiter. Wer meinen Kanal aktiv verfolgt, wird sich vielleicht sogar noch an die erste Generation, und zwar das Sendur Solar Flow erinnern. Das Video, falls übrigens noch nicht gesehen, kannst du gerne noch einmal anschauen. Ich werde es gleich einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken. Ein durchaus solides Balkonkraftwerk, aber mit gewissem Optimierungsbedarf. Ein Jahr später habe ich nun für euch das neueste Balkonkraftwerk von Sendur auf dem Tisch, und zwar den Hyper 2000. Was dies alles zu bieten hat und wie es sich im Test schlägt, das werden wir uns jetzt detailliert anschauen. Starten wir dabei zunächst mit einem kurzen Blick auf den Lieferumfang sowie die Inbetriebnahme. Der Produktkarton des Hyper 2000, genauso wie des damit verbundenen Akkus AB2000, ist dabei rein äußerlich betrachtet ziemlich unscheinbar. Eine große Sendur-Abbildung und das war's, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Deutlich interessanter wird es, sobald wir einen Blick in den Lieferumfang werfen. Nach dem Öffnen des Produktkartons finden wir dabei neben einer komplizierten Verpackungsart, damit der Inhalt des Kartons auch wirklich gut geschützt ist, den eigentlichen Hyper 2000 sowie eine Bedienungsanleitung und einen weiteren kleinen Karton. In diesem befindet sich nun einmal das Anschlusskabel sowie zwei Metallhalterungen und das war's. Mehr Lieferumfang gibt es in diesem Fall nicht dazu. Genauso beim Akku, auch hier gibt es lediglich das eigentliche Produkt sowie eine kompakte Bedienungsanleitung und das war's. Damit ist aber trotzdem alles Nötige mit dabei, um den Speicher direkt in Betrieb zu nehmen. Natürlich können wir hier noch zusätzlich weiteres Zubehör erwerben, wie beispielsweise smarte Steckdosen oder auch Erweiterungsakkus. Zu diesem Punkt aber später noch mehr. Ich würde sagen, bevor wir uns den Speicher gleich im Detail anschauen, noch ein paar kurze Worte zur Inbetriebnahme und Installation. Im Grunde muss ich sagen, ist die Inbetriebnahme des Hyper 2000 genauso einfach wie die des bereits vorgestellten Solar Flow, wenn nicht sogar noch deutlich einfacher. Das gesamte System ist Plug and Play. Das bedeutet, Batterien und auch der Inverter werden einfach übereinander gesteckt und sind damit direkt miteinander verbunden. Genauso das Anschließen der PV-Eingänge oder auch das Einstecken des Netzkabels in der Steckdose ist super einfach, erfordert kein komplexes Fachwissen, geschweige denn einen Elektriker. Außerdem ist der gesamte Prozess in weniger als 15 Minuten bereits erledigt. Aber auch das softwareseitige Einrichten des Speichers mit dem mobilen Endgerät stellt kein wirkliches Problem dar. Herunterladen der App, Anlegen eines Benutzerkontos, Festlegen der Ausgangsleistung und das Anlegen des Zeitplans dauerte bei mir im Test um die 20 Minuten und ist nicht wirklich kompliziert. Genauso konnte ich während des gesamten Prozesses keine Probleme oder andere Komplikationen feststellen, was man bei einem so namhaften Hersteller aber auch erwarten darf. Für alle diejenigen, denen das Ganze jetzt doch etwas zu schnell ging und wer sich noch einmal ein separates Video speziell für den Aufbau und die Einrichtung des Hyper 2000 wünscht, schreibt es mir bitte gern unten in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß und hierzu noch ein separates Video aufnehmen kann. Dieses werde ich, sobald es online ist, anschließend hier oben rechts auf der Infokarte mit verlinken. So weit, so gut, und damit starten wir also direkt mit dem Äußerlichen bzw. dem Ersteindruck. Hier
Hinsichtlich der äußerlichen Erscheinung kann ich sagen, steht der neue Hyper 2000 von Zendur wirklich sehr, sehr gut an. Das Gerät macht einen fabelhaften Eindruck und ist äußerst qualitativ gefertigt. Ich konnte keine Materialüberreste, ausschließlich gleichmäßige Spaltmasse und keine scharfen Kanten am gesamten Gerät feststellen, was wirklich von einer hochwertigen Verarbeitung zeugt. Außerdem besteht das Gerät vollständig aus einem Aluminium-Druckgussgehäuse, was nicht nur besonders wertig, sondern auch zugleich sehr robust ist. Daraus resultierend ist die gesamte Einheit mit Akku ebenfalls IP65 zertifiziert, bedeutet, sie ist problemlos gegen Spritzwasser und auch Regen geschützt. Das Ganze ist aber logischerweise auch essentiell, denn wenn ich meinen Akku draußen auf dem Balkon platzieren und verwenden möchte, muss dieser natürlich auch gegen Regen abgesichert sein. Und dahingehend müssen wir uns also in der Praxis keine Gedanken machen, dass hier elektrische Schäden aufgrund von Feuchtigkeit auftreten können. Das Besondere an diesem neuen Balkonkraftwerk von Zendur ist aber, dass es sich hierbei um ein modulares All-in-One-System handelt, wo die einzelnen Komponenten ganz einfach übereinander gesteckt werden, was in der Praxis gleich mehrere Vorteile mit sich bringt. Denken wir beispielsweise an das alte Solarflow-System, gab es immer drei Komponenten: den Akku, ein Hub und ein Wechselrichter. Hub und Wechselrichter können wir in diesem Fall bereits vergessen, denn beide Komponenten stecken in dieser einen Einheit hier oben. Ein weiterer Punkt: Wir können auch problemlos unsere Altbestand-Akkus, sprich die AB1000, mit in diese Einheit einbinden und einfach mit draufstecken. Und last but not least, Punkt Nummer 3, den einige ebenfalls bei anderen Herstellern kritisiert haben: Wie sieht es aus, wenn etwas kaputt geht? Bei einer Kompletteinheit müsste ich diese auch komplett ersetzen. In diesem Fall, da ich ein modulares Design habe, kann ich problemlos den Inverter austauschen oder auch den Akku, sollte eines von beidem kaputt sein. Damit spare ich mir in der Praxis auf jeden Fall sehr viel Kosten und habe natürlich deutlich mehr und auch deutlich länger was von meinem System. Diesen Vorteil bezahlen wir in der Praxis aber auch mit einem leicht höheren Gewicht, welches ich für euch ebenfalls einmal nachgeprüft habe. Der Hyper 2000 hier oben wiegt bereits, wie ersichtlich, 8,57 Kilogramm und der Akku der AB2000 stolze 21,8 Kilogramm. Damit wiegt die gesamte Einheit, wie auch in der Vergleichsgrafik ersichtlich, stolze 30,37 Kilogramm, was definitiv eine ganze Menge ist. Positiverweise besitzt die Einheit bzw. eigentlich jeder Akku selbst einen klappbaren, robusten Metallhandgriff, wodurch sich die Einheit auch ein paar Meter angenehm transportieren lässt. Abgesehen davon gibt es rein äußerlich nicht weiter viel zu sehen. Lediglich einen Knopf finden wir auf der Vorderseite, direkt darunter ein mehrfarbiges LED-Band, welches uns unterschiedliche Informationen ausgibt, und last but not least auf der Rückseite des gesamten Geräts die entsprechenden Ein- und Ausgänge, was das Gerät dahingehend zu bieten hat und wie sich der Hyper 2000 leistungstechnisch in der Praxis schlägt, das werden wir uns im nachfolgenden Themenpunkt anschauen. Reden wir über das Thema Leistung und Anschlüsse, sollten wir unbedingt einen Blick auf die Rückseite werfen, denn hier befinden sich alle Ein- sowie Ausgänge. Rechts mit AC gekennzeichnet, der Ausgang direkt zum Wechselstrom, und auf der linken Seite mit PV-Input befinden sich alle Eingänge für unsere PV-Module. Ich würde sagen, werfen wir dabei zunächst einen Blick auf die Eingänge. Schaut man sich dabei die Anschlüsse etwas genauer an, sieht man, dass Zendur mit dem neuen Hyper 2000 auf die gewohnten MC4-Stecker setzt. Das Ganze bringt in der Praxis den riesigen Vorteil, dass wir direkt jedes beliebige Solarmodul hier anschließen und auch verwenden können. Weiterhin, wie ersichtlich, gibt es insgesamt 4 Eingänge, das heißt, wir können problemlos 4 PV-Module an diesem Gerät anschließen. Schaut man sich das Ganze im Vergleich an, ist die Hyper 2000 damit wirklich gut aufgestellt und kann entsprechend auch viel Leistung innerhalb kürzester Zeit aufnehmen, speichern und auch abgeben. Weiterhin zu erwähnen, die Hyper 2000 besitzt zwar 4 individuelle PV-Eingänge, dafür aber nur 2 MPPT-Laderegler, wie man hier an diesen grünen und weißen Markierungen erkennen kann. Wünschenswert für ein künftiges Update wäre vielleicht auch hier 4 Laderegler, damit wirklich jede PV-Platte optimal abgeschöpft werden kann. Schauen wir uns dabei die zulässige Eingangsspannung der PV-Module an, sieht man, dass die Hyper 2000 auch hier ein recht großes Spektrum zulässt. Und zwar von 15 bis 55 Volt können wir problemlos Solarmodule an diesem Gerät anschließen.
Das Einzige, was wir in dieser Hinsicht beachten müssen, sind Reinschaltung von PV-Modulen, da wir die Spannung von 55 Volt, wie gesagt, nicht überschreiten dürfen. Parallelschaltungen hingegen sind kein Problem, insofern wir die maximale Leistung nicht überschreiten. In dieser Hinsicht muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, denn was die Leistung anbelangt, ist die Hyper 2000, wie auch in der Vergleichsgrafik ersichtlich, wirklich sehr gut aufgestellt und bietet eine maximale Leistungsaufnahme von bis zu stolzen 1800 Watt. Das bedeutet, pro Laderegler können wir maximal bis zu 900 Watt einspeisen und damit je Platte bis zu 450 Watt. In der Praxis bedeutet dies, dass wir problemlos auch vier große 450 Watt Solarplatten hier an diesem Gerät anschließen können. Vorteilhaft ist dies natürlich, wenn ich eine besonders hohe Kapazität habe, also wenn ich wirklich mehrere Akkus untereinander nutze. Diese kann ich somit innerhalb kürzester Zeit aufladen und extrem viel Energie speichern. Direkt daneben auf der rechten Seite befindet sich nun der Anschluss für den Ausgang des Wechselstroms, wo wir den Strom in unser Hausnetz einleiten können. Ein passendes Anschlusskabel gibt es direkt aus dem Lieferumfang mit dazu. Der Vorteil dieses All-in-One-Systems ist, wie bereits erwähnt, dass wir in diesem Fall keinen separaten Wechselrichter benötigen, da dieser bereits hier oben mit verbaut ist und wir direkt mit diesem Anschluss in unser Heimnetz einspeisen können. Die Abgabeleistung des Hyper 2000 ist wie in der Vergleichsgrafik ersichtlich ebenfalls äußerst beachtlich und beträgt stolze 1200 Watt. Diese Leistung kann selbstverständlich in der App individuell angepasst werden, wobei hier zu beachten ist, dass es ländertypische Regularien gibt. Beispielsweise in Deutschland darf die Abgabeleistung von so einem Balkonkraftwerk nicht mehr als 800 Watt betragen. Was die Ausgabe des Wechselstroms in das Heimnetz anbelangt, hat das Gerät positiverweise etliche Modi zu bieten, die ich für euch in der Praxis ausführlich getestet habe. Variante Nummer 1 ist die Konstantleistung, wo das Gerät beispielsweise 100, 200 oder eben 1200 Watt konstant in das Netz abgibt, bis der Akku leer ist. Variante Nummer 2, deutlich empfehlenswerter, ist ein Zeitplan, wo das Gerät abhängig von unseren vorherigen Einstellungen, beispielsweise am Abend, mehr Leistung ins Netz abgibt als tagsüber. Einstellen lässt sich die Ausgabeleistung in kleinsten 1 Watt Schritten, was ich persönlich sehr beachtlich finde und so tatsächlich noch nirgends gesehen habe. Außerdem funktioniert der Zeitplan sehr konsequent und gibt zu den entsprechend eingestellten Zeiten auch die jeweilige Leistung ins Hausnetz ab, was man auch sehr schön im Nachgang an den Statistiken erkennen kann. Deutlich smarter wird es, sobald wir uns die nächsten beiden Modi anschauen. Und zwar unterstützt die Hyper 2000 natürlich auch die Verwendung von sogenannten Smart Plugs, die wir direkt vor elektrische Geräte schalten, um somit den entsprechenden Verbrauch zu identifizieren. Das Ganze habe ich für euch in der Praxis ebenfalls ausführlich mit einem leistungsstarken Wasserkocher getestet und die Ergebnisse dokumentiert. Nach dem Einschalten des Verbrauchers signalisierte der Smart Plug direkt einen hohen Verbrauch von um die 2200 Watt. Diese Information wird automatisch innerhalb weniger Sekunden an den Hyper 2000 gesendet, sodass dieser seine Ausgangsleistung regulieren kann. In diesem Fall konnte ich nach ungefähr 10 Sekunden in der App feststellen, dass der Hyper 2000 nun Maximalleistung, also bis zu 1200 Watt, in das Netz presst, um den Verbrauch des elektrischen Gerätes zu deckeln. Im Normalfall, sprich bei Geräten, die nicht so viel Leistung benötigen, regelt auch hier der Hyper 2000 die Ausgangsleistung an das Niveau an, um das Komplette des elektrischen Gerätes zu decken. Voraussetzung dafür ist aber, dass das elektrische Gerät auch auf der gleichen Phase geklemmt ist wie unser Hyper 2000, ansonsten bringt das Ganze in der Praxis nicht wirklich viel. Um dieses Problem zu lösen, gibt es noch eine vierte Variante, welches viel erfreuen wird, und zwar ist das gesamte System auch kompatibel mit dem bekannten Shelly-System. Dieses Gerät wird direkt im Sicherungskasten montiert und misst konstant, wie viel Strom bzw. wie viel Leistung von außen in unser Heimnetz reinfließt. Diese Informationen werden anschließend an unseren Hyper bzw. insofern wir mehrere verwenden gesendet, sodass unser Akku entsprechend auf den Daten des Shelly-Systems die Leistung individuell in Echtzeit anpassen kann. In der Praxis ist dieses kleine Teil und auch die Kompatibilität zwischen diesen beiden Geräten enorm praktisch und gewinnbringend.
Denn somit gibt unser Akku, wie gesagt, nur so viel Leistung in das Netz auf die entsprechende Phase ab, wie auch aktuell im Haus verbraucht wird und keine zusätzliche Leistung, die dann einfach ins öffentliche Netz eingespeist wird. Wie ersichtlich, was dies anbelangt, ist der Speicher also wirklich äußerst smart und auch sehr breit aufgestellt, was in der Praxis nun mal sehr vorteilhaft ist. Wo wir gerade noch beim Ausgang sind, einen weiteren Punkt gibt es ebenfalls noch zu besprechen, und zwar, wie verhält sich das Gerät eigentlich hinsichtlich der Temperaturentwicklung unter Last? Genau dies habe ich für euch in der Praxis ebenfalls ausführlich getestet. Zu diesem Punkt ist erst einmal zu erwähnen, dass der neue Hyper 2000 vollständig passiv gekühlt ist und keinen verbauten Lüfter oder dergleichen besitzt. Genau dafür finden wir nämlich auf der Oberseite, wie ersichtlich, großflächige Kühlrippen, damit die Wärme auch entsprechend gut abgeführt werden kann und das Gerät nicht überhitzt. In der Praxis habe ich dabei unterschiedlichste Szenarien durchgeführt und währenddessen die Temperatur mit meiner Wärmebildkamera überwacht. Bei einer Umgebungstemperatur von um die 28 Grad, was im Sommer nicht unüblich ist, und einer Leistungsabgabe von konstant 1200 Watt Spitze erreichte ich hier somit Temperaturen von maximal um die 50 Grad, was definitiv bereits sehr ordentlich ist. Steigen die Temperaturen noch höher, gibt das Gerät ebenfalls eine Warnmeldung in der App ab und reguliert auch die Leistung nach unten, damit hier keine Folgeschäden entstehen können. Die hohen Temperaturen finden wir dabei ausschließlich auf der Oberseite des Inverters. Der Akku selbst war immer noch sehr kühl, sodass wir uns auch hinsichtlich der Lebensdauer des Akkus keine Gedanken machen müssen. Kommen wir somit zum zweitwichtigsten Punkt dieses Balkonkraftwerkes, und zwar dem Akku. Da es sich, wie bereits gesagt, um ein modulares Design handelt, stellt auch der Akku eine individuelle Einheit dar, die entsprechend getauscht oder erweitert werden kann. Das Praktische, der Anschluss ist weiterhin der gleiche, sodass wir problemlos auch die Akkus von unserem vorherigen Sendur Solar Flow System hier an diesem neuen Hyper verwenden und erweitern können. Vor uns auf dem Tisch dabei die größte Variante, der AB2000 mit soliden 1920 Wattstunden an Kapazität. Somit ist das Teil natürlich ebenfalls nicht leicht und bringt 21,8 Kilogramm auf die Waage. Auf der anderen Seite besitzt es aber auch eine sehr hohe Energiedichte von um die 88 Wattstunden je Kilogramm, kann also wirklich auf geringem Gewicht sehr, sehr viel Energie speichern. Wem das Ganze nicht reicht, kann wie gesagt mehrere Akkus übereinander stapeln und somit die Kapazität erhöhen. Dabei können insgesamt 4 Akkus verwendet werden, wobei wir problemlos AB1000 und AB2000 vermischen können. Wer hingegen die maximale Kapazität erreichen möchte, der sollte sich für 4x AB2000 entscheiden, womit wir in der Praxis stolze 7680 Wattstunden in der Spitze erreichen, was auch wie in der Vergleichsgrafik ersichtlich besonders viel ist. Selbstverständlich können wir die gespeicherte Energie im Akku nicht wieder 1:1 in unser Netz übertragen, da wir gewisse Verluste nicht zuletzt beim Inverter wiederfinden. Wie groß diese sind und wie effizient die gesamte Einheit wirklich ist, habe ich für euch in der Praxis ebenfalls einmal kritisch mit meinem Kapazitätsmessgerät überprüft. Hierfür habe ich den Speicher zunächst auf 100% komplett aufgeladen und von allen Eingängen getrennt, damit kein weiterer Strom hinzufließt. Anschließend eine konstante Abgabeleistung auf 100 Watt festgelegt und das Messgerät gestartet. Nach etlichen Stunden schaltete sich der Speicher automatisch ab, da er seine Mindestkapazität von 10% erreicht hatte. Das Messgerät wiederum zeigte eine Energie von 1463 Wattstunden. Die letzten verbleibenden 10%, dabei noch hinzugerechnet, ergibt insgesamt 1625 Wattstunden und somit einen maximalen Wirkungsgrad von 84,46%, womit die Einheit wie ersichtlich auf jeden Fall im guten Mittelfeld liegt. Wo wir übrigens gerade über die automatische Abschaltgrenze sprechen, diese lässt sich genauso wie viele weitere Features auch in der App problemlos festlegen. Dabei haben wir einen sehr großen Spielraum von 5 bis 100%, wobei 5 wirklich das absolute Minimum darstellt. Besser 10, wenn nicht sogar vielleicht 20%, um hier wirklich eine maximale Lebensdauer hinsichtlich der Zyklen aus diesem Akku rauszuholen. Weiterhin können wir uns in der App aber auch Statistiken anzeigen lassen, wie beispielsweise den aktuellen Ladezustand des Akkus, dessen Temperatur, den Echtzeitverbrauch oder die Einspeisung.
Genauso gut können wir rückwirkend das ganze Tage oder wochenweise betrachten, um so eine wirklich schöne statistische Entwicklung zu bekommen. Die Darstellung der App gefällt mir ebenfalls sehr gut und ist schön übersichtlich. Dahingehend gibt es meiner Meinung nach, genauso wie beim eigentlichen Speicher, nichts Großes zu bemängeln. Und damit sind wir nun auch schon beim abschließenden Fazit. Im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, hat sich speziell im Vergleich zum Vorgänger, dem normalen SolarFlow-System, einiges getan. Das neue Hyper 2000 bei Kong-Kraftwerk ist nicht nur deutlich leistungsstärker, besitzt eine größere Kompatibilität, indem beispielsweise der Inverter oder der Akku ganz einfach getauscht oder erweitert werden kann, sondern das ganze System ist auch deutlich smarter, indem beispielsweise mehrere Hyper 2000 untereinander in einem Netz kommunizieren oder aber mit der Verwendung von smarten Steckdosen oder dem Shelly-System. Von meiner Seite aus gibt es also eine klare Kaufempfehlung für alle diejenigen, die wirklich auf der Suche nach einem robusten, leistungsstarken und besonders smarten Balkonkraftwerk sind. Die aktuellen Preise von diesem Gerät zum Unterstützen meines Kanals findest du unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deinen Support. Ansonsten, was hältst du von diesem Gerät? Schreib mir gerne deine Meinung, vielleicht sogar deine Erfahrung unten in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Falls dir das Video gefallen hat, zeige es mir gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben, um dieses Video voranzubringen. Falls noch nicht geschehen, dann jetzt noch schnell meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Und damit bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.